Ich denke auch, also ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber durch die Entwicklung in den USA in den letzten Tagen, gerade dieses Bild mit Trump, der mit der Bibel vor der Kirche posiert, hat irgendwie das Thema für mich nochmal mehr, wie soll ich sagen, nochmal einen größeren Kontext bekommen. Denn das ist natürlich auch eine Form von Theologie zu missbrauchen oder eine bestimmte Form von Framing, von christlicher Identität zu missbrauchen, um Macht zu missbrauchen. Und ich glaube schon, dass das einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was wir in der Kirche erleben und dem, was wir in diesen Bildern sehen. Macht bleibt als ein schillerndes Phänomen und Macht bleibt auch im Bereich der Liturgie. Aber die Frage für mich ist, wie geht man damit in einer Gemeinschaft um? Wir haben Dokumente, die man heute einfach als skandalös bezeichnen muss. Diese römische Instruktion, wenn man den Titel übersetzt, wie Laien mitspielen dürfen beim Handel des Priesters, das ist heute so nicht mehr akzeptierbar, passt auch nicht zu manchen Aussagen des jetzigen Papstes und entspricht auch nicht unserer Lebenswirklichkeit. Da hilft uns nicht der Kompromiss, sondern da muss man wirklich sagen, solche Dinge müssen beiseite geräumt werden. Und dann sagt er, ja, wollen Sie nicht gleich predigen? Das ist doch eigentlich ein Text, zu dem Sie was zu sagen haben. Dann sage ich, ja, aber soweit ich weiß, ist das doch gar nicht erlaubt. Dann sagt er, naja, Sie dürfen keine Predigt halten, aber Sie dürfen ein Glaubenszeugnis abgeben im Gottesdienst. Und wir nennen das so und dann stört sich niemand dran. Niemand möchte immer nur die Notlösung sein. Niemand möchte nur aufgrund der Freundlichkeit eines Pfarrers predigen dürfen oder andere Aufgaben übernehmen dürfen. Wir brauchen hier Klarheit, klare Regelungen in der Kirche und nicht immer wieder auf diese Notlösungen, die bei Ihnen gelten, aber vielleicht in der Nachbarpfarrei schon nicht mehr gelten, zurückgebracht. Die Schlussfolgerung lautet, dieser Offenbarung als Kirche, als Glaubensgemeinschaft treu zu bleiben, ihr zu entsprechen, als Gruppe von Menschen, die sich von dieser Offenbarung angesprochen, getroffen fühlt und ihr entsprechen möchte, ihr treu bleiben möchte, das sind jetzt einfach Metaphern, um dieses Verhältnis auszudrücken, macht es erforderlich, eben auf die Art, auf den Typ von Offenbarung, um die es sich hier handelt, genau zu schauen und dieser Art von Offenbarung gerecht zu werden. Und das ist nur geschichtlich möglich. Man ist angewiesen auf das Mittun aller an der Aufhebung, an der Entdeckung dieser Wahrheitsspuren im Verlauf der Geschichte. Und das kann nicht delegiert werden an eine sozusagen heilige Kaste, an eine Hierarchie oder an eine amtlich beglaubigte und dazu beauftragte Übersetzungsagentur. Und das ist in der Theologiegeschichte sicher eine Spur gewesen, wie sich Amt und kirchliche Struktur verstanden haben. Das Königtum ist von Beginn an in der biblischen Erzählung eine Kompromisslösung. Das Volk Israel will sein wie alle anderen und Gott gibt sozusagen als Konsequenz das Königtum. Es steht aber von Anfang an das menschliche Königtum in Konkurrenz zum göttlichen Königtum. Und das menschliche Königtum ist immer in Gefahr, seine zentrale Aufgabe zu verfehlen. Und die zentrale Aufgabe, diese Formulierung findet sich sozusagen in allen altorientalischen Zeugnissen immer wieder. Die zentrale Aufgabe des Königs ist, Recht und Gerechtigkeit herzustellen, also für diese beiden Formen sozialen Zusammenlebens zu sorgen. Funktionen, zu denen auch die Macht gehört und zu denen auch Sexualität gehört und auch oftmals in einem Zusammenwirken. Diese vitalen Funktionen eher zu tabuisieren, als sie zu reflektieren. Wobei wir auch, glaube ich, noch lernen müssen, bestimmte Formen des Sprechens über Macht als Machttabuisierung zu begreifen. That those who are baptized as infants, with the paedo-baptized, as we call them, the idea that they are capable of making binding baptismal promises and taking on lifelong obligations, particularly those which compromise their freedom of thought and belief, that is a fiction. It is a figment whose illusory nature the church can no longer escape dealing with. Individual human rights and our growing understanding of those and the development of them, they have pulled back
the curtain that has obscured the reality of that fiction. Ich halte das deswegen für ein so großes Problem, weil wir tatsächlich sagen müssen, nur weil die Gehorsamspflicht eigentlich nicht mehr exekutiert werden kann, gibt es einen Großteil dessen, was wir Freiheit in der Kirche nennen. Das müssen wir ganz nüchtern so sehen. Das Problem besteht darin, dass man einerseits sagen kann, das ist gut, und solange es Pfarrer gibt, die sozusagen so offen sind, die einen offenen Umgang auch mit schwulen und lesbischen Paaren haben, die sozusagen über Sexualethik anders reden, als es kirchlich normiert ist. Solange es solche Pfarrer gibt, ist die Welt in Ordnung. Nur hat nicht jeder das Glück, in einer solchen Pfarrei eventuell zu leben und macht andere Kirchenerfahrungen oder ist abhängig, ob er nun im Bistum Essen lebt oder im Erzbistum Köln. Sehen Sie den Kollaps der Kirche? Ja, den sehe ich, weil er zurzeit stattfindet. In aller Ungleichzeitigkeit. Wir sehen in Afrika unglaubliche Zunahme von Konfessionalismus, Fundamentalismus. Wir sehen eine polarisierte, sich fundamentalistisch aufstellende Amtskirche in den USA. Und wir sehen das hier bei uns auch. Der einzige Vorteil ist, dass wir schon so ausdifferenziert sind. Wir haben starke Laienräte und so weiter. Und es gibt noch Interaktionsmöglichkeiten, die es sonst nicht gibt. Aber ja, der Kollaps ist da.